Wir haben ja schon öfters den Begriff die letzten Tage gehört, auch kürzlich in einem dieser kleinen Beiträge. Heute möchte ich erklären, woran man das erkennen kann, dass wir in den letzten Tagen leben und was die Bibel dazu sagt. Die Bibel beschreibt diese Zeit mit Zuständen und Verhaltensweisen, die man sonst noch nie gekannt hat. Sie zeigen den Abschluss des Weltsystems oder man sagt auch das Ende der Welt. In der Bibel wird dieser Zeitabschnitt einfach die letzten Tage, Zeit des Endes oder Endzeit genannt. Okay, also welche Prophezeiungen über die letzten Tage findet man eigentlich in der Bibel? In der Bibel findet man viele Voraussagen, die zusammengenommen das Zeichen wären, an denen man die letzten Tage erkennen würden. Ich zeige euch hier mal einige Beispiele. Jesus sagte voraus, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Land gegen das andere. Einen ähnlichen Gedanken findet man übrigens in Offenbarung 6, Vers 4. Dort ist von einem symbolischen Reiter die Rede, der für Krieg steht und losreitet, um den Frieden von der Erde wegzunehmen. Dann kommen die Hungersnöte. Wie Jesus sagte, wird es in einer Gegend nach der anderen Lebensmittelknappheit geben. Auch die Offenbarung spricht von einem weltweiten symbolischen Reiter, der an vielen Orten auf der Erde große Hungersnöte verursachen würde. Dann kommen die schweren Erdbeben. In einer Gegend nach der anderen wird es Erdbeben geben. Diese schweren Erdbeben überall auf der Erde hätten Leid und Todesopfer in nie dagewesenen Ausmaßen zur Folge. Krankheiten. Jesus sagte, es würde Seuchen und Epidemien geben. Die Kriminalität. Natürlich existiert sie schon seit Jahrhunderten. Doch Jesus sagte auch für die letzten Tage zunehmende Gesetzlosigkeit aus. Umweltzerstörung. In Offenbarung 11, Vers 18 wird vorausgesagt, würden die Menschen die Erde zerstören. Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise, nicht nur durch Gewalt und Korruption, sondern auch durch rücksichtslosen Umgang mit der Natur. Der Wertverfall. In 2. Timotheus 3, 1 bis 4 wird über die Gesellschaft im Allgemeinen vorausgesagt. Die Menschen werden undankbar sein und nicht loyal, nicht kompromissbereit, verleumderisch, unbeherrscht und brutal und werden das Gute nicht mehr lieben. Sie werden Verräter sein, eigensinnig, aufgeblasen vor Stolz. Dieser Wertverfall würde solche große Ausmaßen annehmen, dass man zu Recht von kritischen Zeiten sprechen kann, mit denen man sehr schwer fertig wird. Die Familien zerbrechen. In 2. Timotheus 3, 2 und 3 wird angekündigt, viele gegenüber ihrer Familie lieblos zu sein und Kinder würden nicht mehr auf die Eltern hören. Dann immer weniger Liebe zu Gott. Jesus sagte voraus, dass die Liebe der meisten erkalten wird. Damit meinte er, dass die meisten Menschen ihre Liebe zu Gott verlieren würden. Gemäß 2. Timotheus 3, Vers 4 würden sie das Vergnügen mehr lieben statt Gott. Dann kommt die religiöse Heuchelei. Auch in 2. Timotheus 3, Vers 5 wird vorausgesagt, würden Menschen zwar behaupten, Gott zu dienen, sich aber in Wirklichkeit nicht nach seinen Maßstäben ausrichten. Dann besseres Verständnis biblischer Prophezeiungen. Das Bibelbuch Daniel kündigt an, dass viele in der Zeit des Endes biblische Wahrheiten immer besser verstehen werden, wozu auch ein gutes und genaueres Verständnis der Prophezeiungen gehört. Und ein weltweites Predigtwerk. Jesus sagte es voraus, die gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen Erde bekannt gemacht werden. Das alles erleben wir heute. Gleichgültigkeit und Spott. Ignorieren die meisten Menschen die Beweise dafür, dass das Ende bald kommt?
Gemäß 2. Petrus 3, Vers 3 und 4 nehmen sie dies nicht ernst und spotten sogar darüber. Aber alle Prophezeiungen, die ich gerade angeführt habe, erfüllen sich heute. Und wie Jesus auch sagte, wären die letzten Tage dadurch gekennzeichnet, dass sich all diese Prophezeiungen, nicht nur wenige oder die meisten, sondern alle, sich gleichzeitig erfüllen. Die letzten Tage haben 1914 begonnen, als Jesus im Himmel zu regieren begann.